denn? Funny motherfucker. So, wir sollen uns ein Auto besorgen. Herzlich willkommen zurück bei... Alter! Warte, ich kann gerade nicht. Was macht die denn da? Vielleicht kannst du mit der sprechen. Ist das Stretch vielleicht? Sie ist ja sehr nett. Das ist doch nicht Stretch. Du kennst auch Stretch mit Ja, anderen. Ich meine doch, weil sie gerade Dehnübungen gemacht hat. Ach so. Ich dachte, der Stretch-Witz wäre mittlerweile alt. Whatever. Nee, verpiss dich, Alter. Du stinkst. Dann pushe ich mich erstmal ran, so, wie der Gronkh es auch hier in der Nachbarschaft in Köln immer macht. Boah. So. Und vergewaltigen, oder was? Nein, tu es nicht. Warte. Auch nicht virtuell. Das ist nicht in Ordnung. Das ist ein Müll. Alter, der ist genau vor dem Mülleimer. Das ist natürlich... Okay, warte. Komm, wir lassen das mal. Schnapp dir ein Auto, hat er gesagt. Ich schnapp mir ein Auto. Ja, aber nicht das für ein Rennen. Nein. Das ist das Einzige, was hier rumsteht. Ja, da müssen wir uns aber noch was Besseres suchen. Nachher müssen wir mit dem wirklich das Rennen machen und dann sieht's düster aus. Der Krankenwagen kannst du nicht bringen. Alter, ist das... Fährt der zu der Frau? Oh, sieht so aus. Warum? Hat jemand den Krankenwagen gerufen? Ich hab genau gesehen, was passiert ist. Da war so ein Weißer. Mit so weißen Klamotten an. Give them some room. There's nothing we can do. Tja, Pech gehabt. Okay, pass auf, ich nehme jetzt mal die Karre. Oder soll ich einen Krankenwagen klauen? Nein. Nicht die Karre. Alter, ey, du bringst mich echt in Bedrängnis. Guck mal, hast du seine Schüssel gesehen? Ja, schon, aber wir haben jetzt hier nicht gerade die Mega-Option, sag ich mal. Hier gibt's keine guten Karren. Nee, pass auf, ich nehme den jetzt einfach. Der ist trotzdem besser als der andere, den du jetzt nimmst. Ach Quatsch, der hier ist. Aber 100 Mal. Das ist ein Importe-Ruiner. Begib dich zum Rennen und das war auch genau der Wagen, der gemeint war, glaube ich. So, das Rennen ist auch gleich um die Ecke. Yeah! Oh. Wir gehen zum Rennen. Are you racing or watching, Franklin? Let's go! Yeah, Alter. Rennen. Ja, geil. Boah, die Karre geht sofort ab wie nichts Gutes. Boah. Oh mein Gott. Boah, beste Karre. Super, das war's. Man, you kidding? Scheiße, naja. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass wir gewinnen. Und Autorennen ist ja eh nicht so meins, muss ich zugeben. Nein! Boah, Alter! Okay, die Nummer ist durch. So, ich parke hier meine Nachbarschaft. Ich will den anderen den Vortritt lassen, musst du sagen. Boah, shit it, ey. Nee, das war's. Das war's echt. Ich hoffe, das können wir nochmal neu machen. Nee, will ich nicht. Aus Gründen. So, ich glaube, ich kann's noch schaffen. Ja, mit Sicherheit. Alter, die Karre ist auch Wurst einfach. Kann ich mir vorstellen. Die schwimmt so. Aber natürlich, Alter. Du fährst auch, Alter, das ist unglaublich. Ich fahre auch richtig schlecht gerade. Ja. Aber ich bin auch allgemein bei diesen Renndingern, ich bin da überhaupt nicht der Typ zu. Macht aber nichts. Das heißt ja nicht, dass ich dich trotzdem aufgeben würde. Du schaffst es noch, Gronkh. Ich glaube an dich. Ich hätte nur vielleicht von Anfang an ein bisschen vorsichtiger fahren sollen. Alter, aber siehst du, wie die sofort durchdreht? Ja, wenn die einmal so gehittet werden, das stimmt wirklich bei GTA. Aber es ist nun mal auch realistisch, nicht? Ja, ich meine ja nur, die geht sofort in Schleuderkurs. Und gerade jetzt noch so ein alter Wagen ohne ESP. Ich frag mich, ob du dieses Fahrzeug wirklich nehmen musstest oder du hättest auch ein anderes nehmen können. Das war das Einzige, was... Alter, siehst du, aber der dreht sofort durch und sieht auch... Alter, der sieht schon übel gedamaged aus. Du kommst gar nicht mehr an. Nee. Alter. Der ist auch schon voll im Arsch. Klappt super. Ist nicht schlimm. So, jetzt Nitro. Nee, ach Quatsch, ist ja auch egal. Wrecked. Ja, wenn ich die Handbremse mache, dann schwimmt der einfach nur über die Straße. Dann ist der weg. Ja. Und normalerweise ist Handbremse ja ein gutes Indiz dafür. Alter, die anderen überrunden uns so quasi. Die sind schon hinter uns auf der Karte. Ach, wir sind ja wieder hier. Ich fahre jetzt einfach ein bisschen langsamer. Also nicht langsamer, aber halt... Oh mein Gott, das ist die zweite Runde. Von 6? Ah ne, Position 6 von 6. Von 8? Ja, 8 Runden musst du fahren. Ach Quatsch, du verarschst mich doch. Ja. Gott sei Dank. Die ist 2 von 2. Okay, siehst du aber, wenn ich jetzt nicht so immer Fullspeed gehe, mit Handbremse kann ich bei der Karre gar nichts machen. Da bricht er mir sofort aus.
Boah, Alter, wie soll ich denn die Ecke kriegen? Naja, shit. Mission gescheitert, ist auch Wurst. Möchtest du vielleicht mal probieren? Du, kann bist, ich ja, mal machen. Du bist ja unser Rennprofi. Aber naja. Hier erneut versuchen, also vor allem. Ich will jetzt nicht hier zu hohe Hoffnung schüren, auf dass jeden ich Fall das hinkriegen würde. Benutzt nicht die Handbremse, sondern ich wenn dann die normale. Nicht, wie bremse ich denn mit der normalen? Die ist die das, normale. Genau, genau. Rückwärtsgang einfach. Okay. Boah. Der Chinamann. Boah, Alter, das ist echt übel. Ne? Sag ich doch. Ja. Da muss man echt zärtlich sein. Man muss sich vor allem sehr konzentrieren. Und man darf nicht zu schnell fahren. Machst du sehr gut. Boah, der slidet. Super. Ja. Alter, und dann, wenn er gegenlenkst, ist es vorbei. Ja, ja, genau, schon. Genau. Dann dreht er sich sofort. Kurve geschnitten. Yeah, verpisst euch, ihr Penner. Nein! Alter, das kann doch nicht sein. Sehr gut. Ja, was heißt sehr gut? Naja, das kann doch nicht sein, dass so ein billiger Plastikpöller da mich komplett blockiert. Ja, da war wahrscheinlich Sand oder Wasser drin. Ach du Scheiße. Hey, naja, immerhin 5 von 6. Noch dran. No. Nein! No. Nein! 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 Ey, das gibt's nicht. Ist schwer. Ja, die Karre ist halt auch ein Traum einfach, muss man sagen. Das ist ein super Handling. Und jetzt halt Vollgas mit Aufholen und so. Shit. Ich habe mich eigentlich versucht, irgendwie dran zu bleiben, einfach nur. Okay, immerhin sind wir schon mal. Nicht mehr letzter, wollte ich gerade sagen. Zu früh gefreut. Wer, der hat mich jetzt weg. Vorsicht, hier ist. Braucht keiner die Post. Nee, ja, das war eh Post von welcher gestern. Platz? Wie sieht's aus? 5 von 6. Shit. Da ist noch einer von den Fahrern. Vierter. 4 von 6, super. Warum stand der da? Keine Ahnung. Er ist gegen Pfeiler gefahren. Du musst. Boah, ich streng mich an hier. Ich konnte ja. Ich kann schon nicht zu viel. Ja, erzähl ruhig. Sehr souverän fährt er da. Der Sari. Ach, du Scheiße. Position 2 von 6. Momentan sieht's gut aus. Oh, der Wagen schwimmt ein bisschen, aber das macht er ständig. Immer noch Position 2 von 6. Und das wäre immerhin schon mal eine Nein. Silbermedaille. Scheiße. Ich will die Goldmedaille. Nein, ihr Wichser. Boah, der Ficker. Entschuldigung. Ja, ist aber wahr. Nein, du Bananenpflaume. Nein. 4 von 6, 5 von 6, fuck it. Ich hänge fest, nein. Alter, ich war sowas von fast erst, ich will noch mal. Scheiße, scheiße, scheiße. Alter, das gibt's doch nicht. Geil. Oh, jetzt muss ich warten, oder was? Hat er dich ja schön verarscht. Kann ich das irgendwie neu starten? Dein Rücklicht ist kaputt, ich weiß es gar nicht, aber die sind ja eh gleich durch. Kannst du auch die 2 Minuten kannst du warten. Ja, aber können wir doch bestimmt einfach neu starten. Das weiß ich gar nicht. Ja, die Karre wird sich ja nicht mehr wegbewegen. Saratza Spezial-Einparking Systems. Guck mal, ich bin gegangen. Ey, ich war Erster. Und dann drückt er mich da an den Zaun rein. Ey. So spielt manchmal das Mann. Leben. Oh, das Leben, das Leben, das Leben. Eine Wurst ja. Ist das Leben manchmal. Das finde ich so gemein. Das kann doch nicht mies. Sein. Ich war doch echt gut dabei. Komm, geh zu Fuß, Alter. Das bringt doch jetzt auch nichts. Dann gehst du zu Fuß dahin. Ja, endlich. Fehlgeschlagen. Wurde Zeit. Oh mein Gott. Ich würde es gerne nochmal versuchen, wenn es okay ist. Für ja, mich. Ach, na klar. Ich muss das Let's Play ja nicht gucken. Doch quasi schon, weil du guckst es ja jetzt. Ja, ach Mann, ach Scheiße, erinnere mich nicht dran. Okay, ich kann aber für nichts garantieren. Kann ich den Scheiß nicht vorspulen, Alter? Ich bin dreimal verdient. Ist doch voll okay. Ach klar. Mein Gott, ey, das ist jetzt das zweite Mal, dass ich überhaupt GTA spiele für ein paar Sekunden. Na, ist ja völlig in Ordnung. Wir rechtfertigen uns immer sofort, ne? Ja, müssen wir ja auch leider. Ne, überhaupt nicht. Weil es ja immer ein paar Leute gibt, die meinen, alles besser zu können. Gibt's ja auch. Wird's aber immer geben. Es gibt ja auch welche, die können alles besser. So, jetzt reicht's aber langsam. Aber die hängen meistens nicht den ganzen Tag bei YouTube rum und schreiben Kommentare und sagen, dass sie erst 7 sind. Du hast gerade den Checkpoint verpasst. Ist das egal? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Und damit sind wir wieder Letzter. Nee, das war's. Ja. Schade, ich dachte, ich übernehme eine Abkürzung. Aber wir sind auf jeden Fall am Arsch. Jetzt muss ich doch diese Nummer neu starten können. Es kann doch nicht sein, dass jetzt alles hier... Ich kann es dir nicht sagen, ehrlich gesagt. Guck mal ganz kurz rum. Info-Statistiken haben wir da auch noch. Mission harte Arbeit. Mission Dialog, Benachrichtigung. Statistiken haben wir da auch noch. Scheiße, Alter. Mission nochmal spielen. Ah, ja. Super. Dann hau raus.
den Lachs. Geht nicht. Das ist nicht. Es wäre in einer Mission nicht verfügbar. Sobald die Mission abgeschlossen hast, kannst du sie erneut spielen. Ich verstehe. GTA Online ist leider noch nicht freigeschaltet. Ja, aber es bringt. Ah, super. Na gut, dann. Hey, Service! Ja. Okay, so, da sind wir wieder beim Rennen und wie immer mit eingeschaltetem Radio. Lustigerweise bei jeder Runde fing das Radio von alleine wieder an. So, und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, ob wir das jetzt irgendwie hinkriegen. Das muss doch irgendwie funktionieren, Alter. Ich fresse einen Rettich, wenn das nicht klappt. Alter, ist doch wahr. Das will ich sehen. Huch, oh. Hast du Handy angemacht? Mal kurz nebenbei SMS checken beim Fahren. Ja, klar, mal jemand. Komm, verpisst euch. Bitte. Sorry für den Kraftausdruck, aber ich bin jetzt gar nicht so angespannt. Das Bitte meinst du? Das Bitte war echt ein Kraftausdruck bei GTA. Das kennen die ja gar nicht. Zweiter, zweiter. Vorsicht, Vorsicht. Boah, die Dinger hier, die Boliden, genau, super. Okay, jetzt musst du mich lotsen, Alter. Okay, hier links, 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 links. Nein. Da vorne geht's ein bisschen schärfer. Da geht's ein bisschen schärfer links. Alles gut, alles gut, alles gut. So, hier ist erstmal die gerade Strecke. Ach, Alter. Das war knapp. So. So, und da steht da, links, siehst du ja schon, genau. Die ist bitter, Kumpel. So, ah, Schwein gehabt. Ja, normalerweise, wenn man angeditscht wird, sofort alles vorbei, dann geradeaus da vorne, genau. Oh, die sind nah an mir, wie kommen die so also nah durch? Das kann doch nicht wahr sein. Die hängen ja immer am Arsch Ja, aber rum. Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Ich habe gerade mich dazu zwei Autos durchmanövriert, da hätte ich selbst James Bond mit abgehängt mit der Nummer. Ja, ja, aber die hängen ja quasi immer wie KI, Pickel, ne? Am Arsch. Die hängen ja wie Pickel am Arsch. Die musst du ausdrücken durch einen Ausdruckstanz. Nee, du machst es so super souverän. Wie ein Pickel. So, hier und dann kommt gleich der nächste. Genau hier. Und da ist das Auto das Problem. Runde manchmal zwei sieht man zwei. In der Vorsicht, Ferne Vorsicht, nicht, wenn Vorsicht, die, genau das meine ich, wenn die... Nein! Und dann die sofort sind die Wichser wieder da. Aber noch ist nichts gesagt. Da ist noch alles offen, da ist noch alles offen. An dem Rennen bleibe ich dran, um es spannender zu gestalten, habe ich das extra gemacht. Ja, ja, weiß ich ja, du fährst immer ein Schild, um es spannender zu gestalten. Und dann gleich hier, genau, sehr super souverän, boah, Alter. Das war echt mega. Das war super gefahren. Vor allem, wenn man bedenkt, was das für eine schrottige Karre ist einfach. Jetzt hast du den anderen auch ausgehebelt, bist wieder auf der 1. Super! Komm, der muss da jetzt zum Beispiel, wie soll der denn so schnell durchkommen? Das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Ach, das ist einmal Bullshit. So, jetzt beachte die anderen gar nicht. Auf den Fernverkehr. So, bleib rechts, bleib rechts, bleib rechts, genau. Hilfe! So, jetzt wieder ein bisschen rechts. Ich muss hier kurz abbremsen, weil ich war mir nicht sicher, was vor der Kuppel ist, weil ja, wir ja, jetzt ja, einfach ja, reinballern, ja. Ist alles vorbei. Du musst ja wirklich durchpesen, ohne irgendeinen Fehler zu begehen. Gib so, Vollgas, super, Mann. Super, 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 super. Boah, wo ist das Ende? Machst du sehr souverän. Ich will nur noch das Ende jetzt erleben. Jetzt geradeaus, da ist der Pickel und dann scharf rechts. Ach, hier wieder Scheiße. Scharf rechts. Oh, nicht zu langsam werden. Nein. So, nichts umfahren. So, da musst du gleich ein bisschen links. Jetzt kommt eine richtig üble Nummer. So, und jetzt da ist das nächste ist das Ziel, da ist das Ziel. Komm schon, Ziel, komm schon. Das Ziel, das Ziel. Ja! Yeah! Es geht irgendwie weiter, warum? Ja! Bestanden, ja, geil, harte Arbeit. Bronze? Was? 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 Fick dich! Fick dich, du Scheißrennen! Bronze? Alter, Platz 1? Mit ja, der gut, Scheißkarre? Ich bin zurückgefallen am Anfang. Ja, das ist doch ein Witz, ey, ganz ehrlich. Hey, du kannst immer am Straßenrennen teilnehmen. Das, so, das möchtest du doch, der kommt jetzt wieder am Controller. Mach die schön. Ja, geil. Ich roll das mal kurz wieder ins Lot. Das ist gar kein Problem für mich, Alter. Ich hab mein Gewicht verlagert auf dem Beifahrersitz. Das ist ein Traum, Alter. Oh Gott, der Hau. Oh, schön einfach. So, hier ist noch irgendwas. Da ist irgend so ein Shop. Wollen wir da mal ganz kurz mal reingucken? Ja, mach doch mal. Komm, jetzt haben wir das Rennen geschafft. Boah, bin ich froh, ey. Es war echt schwer. Alter, ja, Bronze, ey. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Sorry, Freunde. Ich hab echt mein Bestes gegeben. Was denn das hier für ein Shop, sag mal? Ach, eine Garage ist das. Für 30.000, mein Läppische. Alter, ich will mit der Karre keinen Meter mehr fahren, übrigens. Boah, was eine Aktion, oder? Ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Hier klingelt's irgendwo. Als würde da irgendwo eingebrochen worden. Alter Schwede. So, wo fahren wir hin? Zum Menschen? Ja, würde ich sagen. Oder zum F? Zum also Michael. Michael, sagst du. Okay, dann. Der andere ist doch Franklin. Franklin. Genau, Hood. Genau. Aber genau. Wir können auch mal zu ihm nach Hause fahren. Es liegt näher. Vielleicht wäre das noch was für diese Folge so. Genau, genau. Einmal mal kurz abchecken, was da los ist. Dann können wir mal speichern. Genau, gute Idee.
So, damit wir das nicht wieder übersehen, mein Freund, mein Bester. Ich möchte die Karre einfach nur zu Schrott fahren, weil die mich echt so annervt. Also das Auto ist eine absolute Katastrophe. Ist ein DeLorean-Verschnitt so ein bisschen, ne? Wollt ihr mir gerade ein Rennen vorschlagen? Lecco mio, nee, ich fahr das scheiß Rennen. Ich hab erstmal genügend Rennen gemacht, das mache ich nur mit einem anderen Fahrzeug, ey. So, hier also sind wir schon da. War jetzt nicht schlimm oder so, hat ja auch Spaß gemacht, aber brauchst echt eine andere Karre. So, huch. Gerade mal den Kameraknopf gedrückt. Boah, das war ein langer Tag. Endlich wieder nach Hause. Ich freue mich. Jetzt erst mal eine Runde mitten im Leben. Oder so. Los Santos Tag und Nacht. But you know what? It's getting to be a bit much. I have no idea how you cope. Of course I cope. I'm a woman. Ain't that the truth? But girl, I done all that I can do. But you know how boys are. Wait a minute. Oh, girl. Whew, hey, how much further? We ain't even gone 5 yards yet. Okay, I know, I'm just asking. This is spirit walking. Exercises body and soul. It's all the rage. We are women and we are free. Free in the patriarchy. We are women. You're our free. We are women. Also, das ist definitiv die Mutter und nicht die Schwester, nur ja. Um das mal klarzustellen. F, is that your auntie? Yeah, thank God I missed her crazy ass. She's spirit walking this shit now, man. That's just her attempts to. Hey, don't be talking shit about your auntie, man. She got. I mean, she cool as a motherfucker, man. Come on. Come where? We gotta go pick up some shit from around the corner, man. We can walk and talk at the same time, my nigga. Why the fuck we can't drive? Around the block with Chop? You need to walk with your fat ass. Yeah, okay, you tall, linky son of a bitch. Tja, das war's mit dem Speichern, glaube ich. Und wir gehen mal ein bisschen spazieren. Na, oh, jetzt quatscht der. Dog, I told you, no more gangbanging retro vengeance bullshit. I'm trying to make some fucking paper. You gonna make some paper, Lo? And ain't nobody out here gangbanging. It just look like that. You gotta know the difference, man. Fuck, man, great. My aunt would be very happy, homie. She wants me dead anyway, so she can get the fucking house. You driving. Guck mal, die Gangzeichen an der Seite links. Ist geil, ne? Hier so. Ja. Ich frage mich, wenn man das Viertel übernehmen kann, ob die sich dann zufällig ändern werden. Good dog. So, ich würde sagen, in der nächsten Folge. Hörst du die Mucke schon? Das garantiert GEMA, da war Dr. Dreigard im Hintergrund. Ja, habe ich gar nicht gehört, aber die Karre wackelt gefährlich. Wir machen noch ein bisschen weiter. Ja, machen wir noch ein bisschen weiter. 5 Minütchen machen wir noch. Na gut, wenn du das so sagst, dann machen wir noch ein bisschen weiter. Komm. Dann will ich mal nicht so sein. Ich mal der Arsch. Nö, wir haben einfach die Zeit hier ein bisschen. Ich hab die ja beim Auge, deswegen. Ach, Alter, next episode. Geh mal. Boah, das ist echt kleine Intro, wirst du jetzt nicht verklagt werden. Nee, aber ich muss hier echt immer aufpassen. Schade, Alter, next episode hätte ich jetzt richtig Bock drauf gerade. She's straight. It's me and you that ain't straight though, homie. Dog, I know, homie, but look. I met this contact, this white dude. Real serious dude, man. This motherfucker know the streets, homie. I know he'll be a good hookup for us. We don't need no hookup, fool. I know these streets. You know these streets. Man, all you know is dime bag hustling, credit card stealing, boosting gas tankers, homie. Come on, man. What you trying to be some fucking commodity trader or something? Fool, that shit went up, man. Look, homie, I don't mind dying, you feel me? But I just want to die with something that matters, homie. That's what foreign gangsters should really be about. And I know this much, the motherfucking OGs ain't even giving a fuck about us, though. Man, fuck the OGs, Dean. You know what I'm saying? This ain't no motherfucking pyramid scheme. Wait, hold on. Listen to your boy one time. Listen to your boy. You want some paper, my nigga? This is what it's about. Check it out. I'm talking about 40,000. No problem. Cash in hand, 2 days time, no killing, nothing. No, just starting another beef with the fucking ballers, nigga. That's class A felony bullshit. We gonna keep our disguise on. Ain't nobody gotta know it was us. Yeah, whatever, homie. We'll see about that. Ja, Alter, die Cops sind auch da. Hört sich an, als wären die gerade rechts von uns vorbeigefahren. Ja, ich dachte schon, wir kriegen hier gerade Probleme. Ich glaube, wir fahren hier sowas auf die Art Hollywood. Ah, der Köter hinten, der ist die ganze Zeit am Kläffen. So, ich bin mal gespannt. 40.000 sind drin, hast du gehört, Sari? Das wäre natürlich was Nettes, ne nettes Sümmchen. Da wird sich der Sarazza freuen. Das war ein Mensch.
Aber lustig, wie der Hund auch nochmal drüber. Natürlich. Lustig, wie der Hund da hinten auch drin sitzt. Alley up here. So, hier sollen wir dann hier rein. Ah ja, ich sehe schon. Hey, what's up, bro? Hey, so. Little Laida's cousin? Yeah. Damn, you short-witted? I was just saying I was trying to holler at you. You ain't hollering at nothing over here. Why has it gotta be like that? I'm an OG. N-O-G, so what? So the fuck what, nigga? It's a million OGs. Well, shit, how about I put one of these little X pills up your ass crack? Next thing you know, you're gonna be begging for it, boo-boo. That's disgusting. What's happening now, D-Man? Ain't no fun if the gangsters can't have none. Man, fuck you, Mark. I ain't sharing no ass with the CGS. Ain't nobody sharing nothing. Man, shut the hell up, fuck bitch. Fuck you, nigga. Man, fuck y'all. Hey, ain't there a law against you, Marquez, gangsters, insignia, mask wearing motherfuckers? Oh, so what's up now, nigga? You snitching or something, oh, nigga? Oh, shit. Bitch ass nigga. Fuck you, nigga. I'm out of here. Fuck y'all, bitch. Come on, get that nigga. Come on, let's go. Yeah. Müssen wir den mit dem Lieferwagen verfolgen? Soll ein Witz sein? Steig wieder in den Lieferwagen ein. Das mache ich, aber Alter, ich verfolge doch nicht mit dem Lieferwagen ein Motorrad. Man, we in a van, motherfucker, we fuck. Just drive, fool. Hold on, Chop. OG's getting away. Ja, na sowas, wir fahren einen scheiß Lieferwagen, Alter, ich krieg den niemals. Doch, kriegst du. Das ist ein Turbo-Lieferwagen, Turbolader. You seen that bitch back there? See a dime. I'm all over that. And she probably the same, like I said, they fly. Wahnsinn. Oh. Do that super, weird, hast du gut gemacht. Focus shit you do. You ain't gonna match me. I don't know what you aber stimmt right schon. Now, we might have to repeat this 60-40 split. Wow, fuck den shit. And he just drooled. Boah, ey, wir kriegen heute die besten Karren einfach. Links! Ah, nee, rechts, 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 ja, rechts. Ja, 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 der Wagen war gerade in der Luft. Remember the homies around the block? Man, the homies is lame. Yeah, so we not. Cops on their cell phone as soon as they make the ransom call. Triangulated the signal. Ghetto birds all over the place. Surveillance, my nigga. He cut down there. Damn, you okay, Chop? Wie geil ist das hier? Hammer, die Location, ne? Boah, das ist so detailliert. Geil. Steig aus. Man, take Chop. Go get that fool. Nigga, you just sitting your ass there with your feet kicked up. Come on, Chop. Come on. Go bite his ass. Get that motherfucker, Chop. Yeah. Wie assi. Hinterher. Chop macht den Rest, Alter. Aber du musst ihn fangen. Komm, gib Gas. Ja, ja, ich laufe. Hintereinander. Ah, Xbox-Steuerung. Hey, I don't wanna watch you getting eaten by this guy. Der entkommt doch never dem Hund, Alter. Das kannst du mir nicht erzählen. Na, ich meine, du hast ihn auch verfolgt. Motorrad mit dem Lieferwagen. Hättest auch unten drunter, aber egal. Super machst du das. Komm, bleib dran. Oh, anspannen. Ja, er hat ihn. Shit. So. Choppo, renn! Zur Belohnung kriegt Choppo erstmal Chappi. Och Gott, hör auf mit den Witzen, sonst lauf ich gleich weg. Boah, Alter, wie schnell ist denn der Typ? Auf meine alten Tage kann ich nicht mehr so schnell. Der kann doch niemals vor dem Hund wegrennen. Wo will der hin? Nee. Ach, hör auf! Folge Chop. Sollst dem Hund folgen, nicht dem Typen, genau. Ja, 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 ja. Ich wollte nur ein bisschen vorauslaufen. Komm schon. Wechsel schnell zum... Aha, okay. So, jetzt... Ach, jetzt bin ich der Hund. Wie geil. Was? Hä? Ich kann hier irgendwie gar nicht... Dreh dich mal gerade. Ich kann nicht drehen, der... Hier, guck mal. Ah, das ist nur die Perspektive von, und du steuerst den gar nicht, oder wie? Sieht so aus. Abgefahren. Schalt vielleicht wieder um? Ist besser, oder? Wenn ja, irgendwie schon. Nachher... Warte mal, dahinter dir liegt was. Du musst diese Waggons aufmachen. Ah. Das kann der Hund natürlich nicht. In dem ist er niemals.
find you, motherfucker. I'm gonna find you. So, zack, das machen wir auch mal auf. Ja, sicher, sicher. Mal gucken, ob sich hier ein Baller drin versteckt hat. Hol Baller. Hol Baller. Shit, this motherfucker empty. So, das mit dem Hund habe ich noch nicht ganz kapiert, wie wir jetzt... Ich kann als der nicht... Der schnüffelt weiter. Der schnüffelt einfach weiter. Machst du das gerade? Ja, jetzt habe ich gerade auf den Knopf gedrückt, dann bewegt er sich. Alter, ist das strange. Ich komme mir gerade vor wie auf einem Trip. Geil. Willst du mal schnüffeln warte, oder warte, was? Warte, warte, warte. Nein. Nein. Oh yeah. Je t'aime. Wuff, wuff, Motherfucker. So, Alter. Das reicht jetzt aber. So, begib dich zu einem Job und zieh ihn vom Hund weg. Jetzt im Shop sollst du irgendwie. Ach, ach, der, da ist der. Alter, das geht nicht. So. Boah, die sind krass animiert, die Hunde, ne? Ja, ne? Chops benehmen kannst du verbessern, indem du die iFruit-App herunterlädst. Shop abrichten, besuche Rockstar Games wie Downloads. Ah, okay. Okay, dann kann ich hier schon mal wieder aufmachen. Ist er drin? Das sieht gut aus. Yeah, motherfucker. Oh shit! Screw that dog, man! Don't hump him! Bite his ass! Get his ass! Sollen wir den Leben kriegen? Yeah! Shut the fuck up! Hey man, get over here! Oh shit! What the fuck, man? I ain't got no beef with the CGF! Cause maybe we doing our own thing. What the fuck, man? Shit! Hey Lamar Davis, is that you, nigga? Nigga, shut the fuck up! Just get in! Yeah, that's you, nigga! Fucking idiot! I said I had no beef, man! Shut the fuck hey, up! Hey man, what the watch fuck? You, boy. Get this fucking dog away from me! Come on! Fuck! Alter Schwede, da haben wir den Typen doch noch gekriegt und ich weiß nicht genau, was die mit dem machen werden. Hinten in die Karre gesperrt und dann mal gucken. Ich glaube, dem wird's nicht allzu gut gehen. Hoffentlich nicht dasselbe wie die Hunde. Ach nee, bitte. Oh, Alter, das war so ekelhaft. Alter, das geht nicht, Alter. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao mit V.